zu Hause. Hier bin ich einfach nur, ich fühle mich halt wirklich, ich fühle mich, also ich bin die Trainerin, ja, aber ich fühle mich so richtig integrierte Deutsche einfach, steht ihr, ich meine? Also ich fühle mich, wenn ich schon hier bin, anders. Und ich bin, bei Gott, so eklig, ernst. Ma invece quando andiamo in Germania insieme mi fai il tour? Ah certo, tanto. C'è Bruno che con noi. Man merkt an deiner Aussprache, dass du nicht gut perfekt aussprechen kannst. Was meinst du, Italienisch oder Deutsch? Richtig hübsch, Glückwunsch. Das Ding ist, wenn du Italienisch meinst, ist ja normal, Leute. Also ich rede ja tagtäglich Deutsch. Und wie soll ich denn auf einmal komplett ohne Akzent, ohne gar nichts, komplett italienisch fließend reden? Das geht nicht. Also ich brauche schon so 2, 3 Tage. Buonasera, de vos. Danach qualcosa in live. No, grazie. Parker, wie geht's? Sprich mal Dialekt. Nee, das kommt automatisch raus. Gehst du Barbecue Block Party? Ich bin noch gerade in Italien, mein Schatz. Wie soll ich denn da hingehen? Wann ist es überhaupt? Ich würde dein ganzes Gesicht. Was? Boah, Digga, was ist los mit euch, Alter? Come fai a sapere il tedesco? Perché abito in Germania? Schmatz nicht, dann geh raus, hä? Ante, the fuck. Samstag, wie lange bist du in Italien? Ich bin noch erst heute angekommen. Ich bin einen Monat hier. Ja, Leute, einen Monat. Das ist der Tod. Tatsächlich. Du bist so alt. Krieg den Löwe, Texte. Ja, die schaut dann. Sterbe. Findest du, SBS macht Musik? Keine Ahnung, ich achte nicht so drauf, Leute. Warum so frech? Beruhig dich mal. Ach, geh doch raus, Alter, dann fuck mich ab. Wie eine Königin, period. Geistkrank. Sempre una lingua così difficile. Vabbè, ma io sono venuta tipo, avevo 10 anni. Io sapevo solo parlare italiano. E poi sono andata tipo nella terza classe, può essere. E niente, poi siccome ero piccola, quindi l'ho imparato subito il tedesco. Anche perché se sei là, sei piccola e tipo senti solo parlare il tedesco, è normale che te lo impari subito. Però ora tipo ci metto fatica a parlare italiano perché tipo sono tipo due lingue completamente diverse. E appena che sono qua in Germania e in Italia dico, è tipo, cioè devo parlare in italiano, capito? Senza accento, perché se lo volevo parlare senza l'accento, capito? Was, wenn ich weiter mich, Digga, ich mach das, was ich will auf Social Media, und wenn Leute mich haten wollen, dann sollen sie mich haten. Das juckt mich so ganz und gar nicht. Es gibt Leute, die mich feiern, und es gibt Leute, die so auf denen, ich muss nicht das machen, was ihr von mir erwartet, so auf denen. Ich mach das, was ich will, und wenn Leute mich, also denken, mich zu haten, dann hate mich, Digga. Du verschwendest nur deine Zeit damit und gibst mir damit Geld. Also du weißt schon, dass wenn du so mir Aufmerksamkeit gibst, dass du mir einfach nur Geld, also du machst mir einfach gerade Geld. Danke. So auf den. Deswegen hatet mich, juckt mich so ganz und gar nicht. Sizilien. Esther, kommst du? Bist du auch schon hier? Kannst du bitte deinen Mund zumachen beim Kauen? Bist immer noch hier. Literally, einfach mein Fan. Grit wie ein Löwe. Nächsten Freitag, boah, ich freue mich. Ich glaube, wenn du jeden Tag mit Social Media durchziehen würdest, könntest du dich richtig big werden. Ja, Leute, das Ding, ich habe einfach keine Motivation. Also, ich habe keinen Bock. So, so, ich interessiere mich irgendwie nicht. Aber ich weiß ganz genau, so, wenn man so richtig durchzieht, jeder von uns könnte sowas werden. Weil ich finde, jeder von uns hat Potenzial. Und jeder von uns ist anders. Und ich glaube, würden wir uns so richtig preisgeben im Internet und einfach so unsere beste Seite zeigen oder einfach unsere ADHS-Zeit oder so,
dann, ich glaube, jeder von uns würde viral gehen. Vertraut mir, deswegen, ich sag euch auch jetzt, diesen 160 Leute, die hier drin sind, fangt an mit TikTok, Leute. Ihr bekommt Geld umsonst, weil ihr einfach ehrlich seid oder einfach euch zum Affen macht im Internet. Also, ich sag jetzt nicht, ihr müsst irgendwie so behinderte Sachen machen. Könnt ihr natürlich auch machen, aber würde ich jetzt nicht machen. Trotzdem so, fangt damit an, Leute, das ist geschenktes Geld. So. Ihr geht dann viral. Jeder geht mal viral. Jeder. So in 3 italiani sì. Ciao notte, my friend. Vabbè, noi tanto ci sentiamo. Ma aspetta, ma sei a Madrid, quindi c'è anche Travis Scott a Madrid? Sei al concerto? Se non sei, se vuoi andarci al concerto ti posso anche, cioè posso. Richtig viele Leute, die hassen mich. Ich schwöre, weißt du, viele Hater ich habe? Du verstehst nicht, ne? Damla, ich schwöre, ich habe so viele Hater. Sei es in Italien, sei es auch in Deutschland. Also, ich meine, so das ernst. Ich habe so viele Hater, ne? Und ich mache nicht mehr was. Ich mache nichts. Und dann, die trauen sich nicht, mit deren Account reinzukommen. Und dann stalken die mich. Und dann schreiben die Hate-Kommentare in der Hoffnung, dass sie mich verletzen. Aber die verletzen mich nicht. Weil für mich seid ihr einfach nur Opfer und ihr seid gerade in meinem Live und verschwendet eure Zeit gerade, mein Live euch anzugucken. Also checkt ihr, wie Menschen sind. Das sind nicht von Shein, aber die sind irgendwelche random gewesen. Die hatte ich in meinem Zimmer. Ich bin jetzt auf Koran. Ist nimmt zusammen kein Bruder. Die Bella Balermona. Do you have Instagram? Yeah, I do. I do. Mann, du komischer. Bitte bleib. Sie viele Leute drin, oh mein Gott, danke. Ich mag gerne, weil die Regie bringen. Ma sì, ma è normale, sono tutti ragazzini di merda. Scherzo. Vabbè, sono tutti carini, però non mi interessa neanche uno, perché. Ma poi alla fine cosa devo fare? Anche se ci provano, cosa devo. Cioè, io abito in Germania. Se mi metto con qualcuno qua. Cioè, cosa faccio? Me lo porto in Germania? Nein, meine Zähne sind schon so von Natur. Ich habe gar nichts damit machen lassen. Seit Jahren Differenz fanno. Fanno. Sono tutti monotoni e noiosi. Infatti a me non hai fatto niente di qua dei pozzallesi. Vabbè. Cioè sì. C'ho tanti amici. No, ho tanti amici qua, però cioè, ne conosco tanti qua. Perché vabbè, ho vissuto qua, è normale però. Perché abiti in Germania? Perché praticamente la situazione qui in Italia è terribile. Cioè non c'è niente qua, ragazzi. Io veramente sono così. Cioè io ringrazio i miei genitori che siamo venuti in Germania a vivere, perché cioè io sto da Dio. Cioè se io vedo qua le persone che abitano qua, cioè assurdo. Vabbè, non parlo per tutti, però la maggior parte della gente tipo qua stanno male. E quindi io sto bene in Germania, e anche perché ho i miei amici tutti là e mi sento al mio agio, cioè là, e là è la mia vita, capito? Qua è tipo solo vacanza e famiglia. Ma fa freddo. Ma dove? Qua? No, qua c'è un caldo da morire. Qua dove sono adesso, in Sicilia c'è un caldo da morire. Però in Germania ci sono tipo 25 gradi, penso, un po', non so. Vabbè, c'è caldo che sia qua che in Germania. Mira fake account. Siciliana, sì. Ah, ma no. Non sei in Sicilia? No, sono in Sicilia. Cioè, io dico qua c'è caldo, ma in Germania anche. Und jetzt stellt euch. Mal lauter vor, wenn ihr Ärger gemacht habt, dann kracht's richtig. Was?